Ich brauch dich heute Nacht. Die Zeit mit Flirten und Tanzen verbracht. Sie weiß, was hier abgeht, und ich hab es nicht gecheckt. Ich tanzte mit einem Vampir das Bett. Hallo und herzlich willkommen zurück. Jungs und Mädels da draußen. Ich will keinen Ärger mit Tanzverbot, hör auf damit. Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4. Nicht Not lebt a Vampire. Lang und in Frieden. Ich weiß nicht, ob das so zu unserem Tod passt. Nee, das ist nicht mehr Not a Vampires, ne? Ja, es ist jetzt halt Tod Rider. Naja, Not a Toad Rider. Not a Reaper. Stimmt, das ist Not a Reaper. Das ist jedes Mal. Bei mir war es immer so, nein, ich bin kein Vampir. Und bei ihm so, nein, ich bin nicht der Tod. Ja, ich bin kein Tod. Huch. Okay, Wing-Yong. Okay, sehr gut. Er redet über sich selber, alles klar. Er ist halt ein Insider. Mhm. Inside out. Und du hast einen Schmuddellook auf Buffy gezaubert. Wieso? Das hatte sie schon die ganze Zeit da an. Da stand was mitten im ersten Kurs. Warte mal. Dafür gehen die jetzt raus hier. Auf und das Laufband. Wie in dem Whirlpool draußen. Wir hatten noch hier so schön hier so Feuerwehr. Gucken sich jetzt das Feuerwerk an. Geh dahin und du gehst dahin. Das ist super schön. Der hat überhaupt keinen Sinn für Romantik. Und so romantisch. Wirklich, wenn ich das nicht rauszensiert hätte beim letzten Part, wüsstet ihr das. Was? Was hast du rauszensiert? Erstmal knuddeln. No. So, dann erst die Hände küssen, man muss ja so Stück für Stück rangehen. Hey, am Arsch, knutschen auf den Mund. Auf die Lippen. Denn dafür sind sie da. Hey, du. Das war wie im Kindergarten. Boah. So. Ja, ist doch wirklich so. Romantik. Baby machen im Whirlpool. Sehen sich angezogen. Nein, ich will jetzt noch keine Enkelkinder haben, dann fühle ich mich alt. Ja, als 2000 seltsam. Jahre alter Vampir. Ui. Ne? Ah. Ne? Hatten wir nicht Hater-Kommentare wegen Buffys Figur? Hey, warum willst du die dünn machen? Oder hatten wir die nicht? Nicht bei diesem Sims, aber bei einem anderen Sim hatte ich, weil ich jemanden aufs Laufband geschickt hatte, kam so ein so, warum willst du die dünn machen und du willst immer alle Sims dünn machen? Ich denke mir halt einfach so, es wäre doch geil, wenn das halt bei jedem so funktioniert. Du gehst 5 Minuten aufs Laufband und dir passen endlich die ganzen billigen Klamotten. Duh. Die ganzen leicht zu habenden Klamotten. Ja, die ganzen leicht zu habenden Klamotten. Das verstehe ich übrigens nicht. So für Fettis wie mich? Unsere T-Shirts kosten genauso viele wie deine. Ich will halt einfach das gar nicht... Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Mein Kleiderschrank vor allen Dingen, ne? Den ich hatte, als ich... Den verschweigen wir übrigens. 80 plus Kilo gewogen habe. Der war halt auch richtig langweilig. Stimmt. Das war wirklich langweilig. Ich meine, die paar Sonnensachen habe ich noch. Mega bequem, jetzt war schön weit. Also angenehm weit. Haben wir kein Licht im Bad? Oh, wir haben kein Licht im Badezimmer. Ich habe mich gerade gewundert, warum es da so dunkel ist. Oh, wir müssen mal Wäsche waschen. Nein. Jetzt hier oder bei Sims? Bei Sims. Gut, ja, hast du recht. Wir haben erst so viel gewaschen, beziehungsweise du. Also ja, ich habe die Wäsche gemacht. Also erzeugt. So ja. 90% würde ich behaupten. Nee, du hast Sachen von A nach B getragen. Ob du sie anhattest, kann ich nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall landeten sie in der Waschmaschine. Keine Ahnung, meine Mama hat mir immer beigebracht, dass wenn man die Sachen getragen hat, sie dann in die Wäsche kommen. Ich bin nie auf den Gedanken gekommen, dass man daran riechen kann, ob die noch gut sind. Deswegen habe ich so viel Wäsche im Umlauf. Also, zurück zu den wichtigen Dingen. Buffy war wunderschön, als sie dick war. Und sie ist jetzt wunderschön. Es entscheidet nicht, ob jemand hübsch ist und so. Es entscheidet, ob jemand fit ist. Aber auch für nicht diesen immer. Tom Rider-Look. Ja, das geht das halt nicht. Also wenn ich einen bestimmten Look und einen bestimmten Lifestyle haben will und der ist gesund, dann kann ich den anstreben. Schlicht und ergreifend. Booyakasha. Mhm.
Ich freue mich drauf. Oh, der Tod, den müssen wir wirklich mal durch alle Phasen dann schicken, weil der wird ja mal eine Frau, eine Oma, ein Opa. Und dann gibt es auch dick und dann gibt es auch dünn, weil das ist ganz normal und das gehört zu allem dazu. Ja, und jedes Mal ist es quasi wie der Doktor. Ja. Jedes Mal neu. Und auch ein bisschen anderer Charakter. Ja, genau, aber er kommt jedes Mal mit denselben Oh nein, sie lesen schon wieder. Gedanken wieder. Gleichen Erinnerungen. Was ist denn das? Genau. Bauer ohne Frau, der Untergang von Grand Rudik. Grand Rodik verliebt sich in einen Corki mit dem Namen Peaches und vernachlässigt seine Arbeit auf dem Feld. Das klingt so dumm. Was? Ein Corki? Ist das nicht ein Hund? Ja, und ich verlieb mich auch dauernd in Möpse. Aber das klingt halt eher so, als würde er mit ihm auf dem Feld andere Dinge machen, als nur, können wir in den Whirlpool gehen? Würde ich nie machen. In den Whirlpool. Los jetzt. Geht in den Whirlpool. Was Auf! willst du im Whirlpool machen? Schwimmen! In Samen? Ne, du hast doch die mitgebracht. Was? Ne, die aus dem Dschungel. Da gab's doch die blaue Samen. Wieso sollte man den Whirlpool mit den. Was? Hör auf damit! Lass das! Deswegen wollen die jetzt nicht mehr in den Whirlpool gehen! Ja, alles meine Schuld. Tut mir so Natürlich. leid. Wahrscheinlich können sie da nicht hin wegen der Blumen. Ich guck mal gerade, vielleicht steht das Ding auch verkehrt rum und der Einstieg ist kacke, aber eigentlich ist das da die Einstiegsstufe. Vielleicht wollen sie von hinten in den Whirlpool. Ich soll meine Klappe halten? Ich meine, dass sie von da hinten dann da Ja, einsteigen ich wollen. meine auch gar nichts anderes. Da Was? jetzt in den Oh mein Whirlpool. Gott, du lässt die Bumbo machen? Ich habe nur gesagt, sie sollen im Whirlpool, was sie da drin machen, ist mir egal. Die können auch die Kekse mitnehmen, Du die hast freuen gerade sich. Techtelmechtel im Whirlpool angeklickt. Okay, alles klar. So mache ich das auch immer. Ich stelle das einfach dahin und gut ist. Du weißt, dass das unsere Tochter ist? Ja, wir gucken jetzt zu. Sag mir bitte, wenn es vorbei ist. Alter, dieser Schlüpper mit der Beule, ne? Übel. Wirklich übel. Also man sieht gar nichts, Franz. Kannst ruhig Ja, ich sehe gucken. auch nichts. Nee, man sieht hier wirklich Das ist nichts. Buffy. Buffy ist aus meinem Bauch mit Mayonnaise gekommen. Ich möchte nicht sehen, wie sie da vom Tod zugerichtet wird. Oh. War's das? Ja. Ich habe alles gehört. Und nicht so gut. Noch nicht fertig. Oh Gott, hast du nochmal angeklickt? Nein. Wir haben noch nicht Pitch-Platsch gemacht. Hui. Jetzt sind. Das ist aber hier alle. Ich habe alle Balken, die es gibt. Also. That's what he said. Das erinnert mich an den Moment, als. Alles gut. Als ich im Gästezimmer in meinem Elternhaus lag und mein Zimmer zu war mit irgendwas, keine Ahnung, da stand irgendwo rum. Und das Gästezimmer ist neben dem Zimmer meiner Mutter und oder zwischen dem Zimmer meiner Mutter und meiner Schwester. Und ich sag mal so, ich konnte an einem Abend nicht schlafen, weil ich Geräusche gehört habe aus einem der Zimmer. Jemand hat laut Kekse gegessen, ha? Aha. Wir hatten keinen Whirlpool. Ja, war keine schöne Angelegenheit. Wache jetzt noch schweißgebadet auf. Keine Ahnung, ich fand es immer schlimmer, unseren Nachbarn dabei zuhören zu müssen und zu wissen, wie sie aussehen. Aufmerksamkeit niedrig. Oh, nee, der Rattentod braucht Aufmerksamkeit. Oh, Leckerli füttern. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Spielen mit. Der Reden. Rattentod braucht Aufmerksamkeit. Hallo? Nee, finde ich Der will gut. auch mal mit Leuten in Caps Lock reden. Quiek. Quiek, Heute den quiek. totalen Quiek. So, der Rattentod. Nein, der ist voll cool, der chillt. Ja, aber ich dachte, das ist der Tod für Tiere. Ja, genau, aber das ist halt, der chillt ja gerade im Terrarium, hat auch Urlaub. Njam, 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 njam. Oh, ist das Was? cute. Oh. Irgendwie ist es. Kannst du dir das anziehen?
Also nur ein bisschen war es. Och, der ist echt gut ausgestattet. Na, jetzt weiß ich, wo er seine Sense hat. Wenn er sie nicht rumträgt. Wenn er sich nicht anziehen will, dann haben wir bei der Fanservice. Demonetized! Wow. Was hat er denn überhaupt für Outfits? Was hatten wir ihm denn alles Krasses gegeben? Einen richtig krassen Kram. Ja, so das hier, damit. Das ist doch voll super. Yeah. Ein Totenkopf-Ausschnitt im Hintergrund. Spiel mal damit jetzt. Los. Du bist ihn auch im... Nee, läuft auch nackig durch die Gegend. Jetzt zum Beispiel ist ihre Figur ganz nett. Wobei, das Einzige, was ich bei Sims 4 halt immer bemängle, ist, dass die Sim halt nicht wirklich dick sein können. Da ist immer noch eine Spalte zwischen den Oberschenkeln. Hm. Nicht mal zwischen meinen Oberschenkeln ist eine Spalte. Ich meine, das ist auch Veranlagung, aber trotzdem ist es halt ab einem gewissen Gewicht kleben die zusammen. Was im Sommer übrigens übelst scheiße ist. Hot Pants. Mhm. Mit wem redet der? Oh, er ist wahnsinnig. Er redet mit sich selbst. Mit Freunden reden. Ja, wer weiß, wer da auf dem Sofa sitzt. Ah, klar. Boah, das wäre voll cool, wenn er lauter Geisterfreunde hätte. Ja, super cool. Ja, klar, weil die kennt er dann auch so, oh, ja, dich habe ich nicht ganz weggeschickt. Naja, jetzt sind wir befreundet. Lol, lol, lol. Okay, gut. Also die beiden sind jetzt mal ein bisschen miteinander und so, ja, genau, umarmen. Das ist so... Machen das Pärchen so? Man umarmt sich und dann so... Oh, Ne, je nachdem, wo man rangefasst hat. Beim Umarmen. Oh! Ah! Tschüss! Der arbeitet jetzt. Meinst du? Mhm. Ich bin auf seine Postkarte gespannt. Ja, das ist aus dem All. Nachher wird er von Aliens geschwängert oder sowas. In einer weit entfernten Galaxis. Oh. Okay. Okay. Oh nee, er hat einfach anscheinend nur eine Rakete gestartet. Oh mein Gott, ist das Kim? Kim Jong-Kwik? So ist das halt. So, wie sie alle am Kekse essen sind. Okay, Buffy, du musstest ja, hast du deine Kolumne hast du geschrieben, das hast du alles gemacht. Okay, es ist jetzt auch 1 Uhr, ihr geht jetzt mal im Bett, Bonbon machen, dann schlafen. Nein, nicht, oh mein Gott. Die sind frisch verliebt. Es die ist sind schon 1:30 Uhr. Gerade eben erst zusammengezogen und sie hat das erste Mal sein Gesicht gesehen und ist noch ganz zufrieden damit. Ne, ist ja auch nicht so, sie hat ihn genommen, sie hat das, ohne dass sie wusste, wie er aussieht. Ja, und er hat sie genommen. Ja, zweimal gleich. Dass sie wirklich zweimal im Pool miteinander was Nein, machen? Nein, gleich. Das war das erste Mal für sie. Ja, das ist ein Whirlpool gewesen, war doch voll gut. Könnt ihr eure Sachen bitte in den Wäschetrockner? Machen sie morgen, lasse doch. Oje. Vielleicht wollen sie das auch nochmal anziehen. Nee. Irgendwann kommen dann auch Todesbabys bei rum. Das wird witzig, wenn unsere Enkel uns besuchen kommen. Hallo Mama, das... Hallo! Das ist halt der andere. Das ist mal süß, ein Baby. Es ist so in der Wiege und dann klingt es halt wirklich so... Mich. Naja. So, oh Gott. Wir haben das Zelt hat sie gebaut. Auch gerade gesagt. Oh, geht wieder schlafen, bitte. Schlafen! Wieso haben die denn immer dieselben Probleme im Bett? Ich verstehe das nicht. Ich weiß auch nicht. Hört mal auf, sich darüber zu beschweren, dass der jetzt das jetzt auch hier ist benutzt und trocken. Kann man nochmal anziehen. Ist doch trocken. Oh, der Wäschekorb ist voll, deswegen. Oh, wir können die Taschen durchsuchen.